Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Giga Award. Heute verleihen wir den Preis für den besten Soundtrack des Jahres. Und hier sind unsere Nominierten. Super Smash Bros. Wii U. Shovel Knight. One More Line. Transistor. Assassin's Creed Rogue. What? Sind wir alle bereit? Ja, ich bin aufgeregt. Und der Gewinner für den besten Soundtrack 2014 ist? Lautet Transistor. Transistor. Richtig schön deutsch aus. Ich fand ja, finde ich, die schwierigste Kategorie. Für mich persönlich war das die schwierigste Kategorie, weil Musik ist sowas, was eine unglaublich persönliche Sache ist. Was jemandem gefällt, welcher Stil jemandem gefällt. Und Musik-Soundtracks und Spiele-Soundtracks sind ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten ja jetzt alles dabei. Wir hatten 8-Bit dabei. Wir hatten irgendwie, was hatten wir noch dabei? Also echt sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Transistor ist ja zum Beispiel geht ja viel mehr in Richtung Gesangsstimme, aber auch viele instrumentale Tracks irgendwie, sehr poetisch. Da fand ich schon gut. Ja. Nintendo war ja auch noch dabei. Ja, genau. Also Super Smash Bros. Haben wir halt vor allen Dingen deshalb nominiert, weil es einfach so ein Best of der Nintendo-Musik ist. Und das ist natürlich eigentlich schwer zu schlagen, aber also es hat einfach so viele tolle Songs mit so vielen coolen Remixen. Auf jeden Fall ein verdienter, nominierter Platz hier. Genauso wie halt Shovel Knight. Shovel Knight, richtig stimmt. Geilen Retro-Soundtrack. Ja. Richtig, richtig toll. Also den habe ich mir auch wirklich wochenlang immer ich hatte ihn auf dem Handy und habe ihn auf der Fahrt immer gehört. Richtig klasse. Ich glaube, letztlich haben wir uns jetzt für Transistor entschieden. So spielen wir das halt aus. In Deutschland. Weil es halt einfach ein besonderer Soundtrack ist, der einfach irgendwie aus der Reihe tanzt. Es ist einfach ein Soundtrack, den man sonst kaum Videospielen hat. Und B, weil der Soundtrack einfach auch sehr gut mit dem Spiel harmoniert, im Sinne von, er reagiert auch auf das, was im Spiel passiert teilweise. Ja, das ist teilweise echt mega schön gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Bosskampf gegen Sybil. Und was in dem Spiel so eine Grundthematik ist, ist, dass diese ganzen Bewohner von Cloudbank, wo das spielt, teilweise zu Robotern geworden sind. Und diese Sybil ist eben ein Roboter, gegen den man kämpft, in so einem Strategie-Gameplay. Was sehr schön gemacht ist, ist, dass sich so nach und nach die Stimme des Songs, der heißt In Circles, wenn ihr den eingeben wollt, den könnt ihr euch bestimmt auch auf YouTube anhören, den haben Supergiant Games nämlich auch hochgeladen, entwickelt sich nach und nach zu so einer Roboterstimme. Und immer wenn man in diesen Modus geht, dass man diese Strategiemöglichkeit hat, also dass man Stück für Stück eben auswählt, welche Aktionen benutze ich jetzt, um den Boss quasi zu töten, wird das so dumpf. Also man hört das so aus der Ferne, weil man ja eben gerade in einen anderen Modus sozusagen in eine andere Welt gegangen ist. Also es harmoniert halt wirklich sehr schön. Und es gibt zum Beispiel auch eine Welt, in die man reingeht, wo eine Hängematte hängt und da kann man sich quasi so ein bisschen entspannen. Dann gibt es noch ein paar Challenges irgendwie weiter oben. Und dort steht halt die Protagonistin Red auch rum und summt halt auch die einzelnen Songs, was auch nochmal so ein richtig schönes Gefühl ist irgendwie. Das ist ja Luigi's Mansion Ding. Ja, waren echt viele schöne Soundtracks, aber der Soundtrack hat halt genau wie damals auch der Bastion-Soundtrack eigentlich doch wieder den Vogel abgeschossen. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum Assassin's Creed Rogue in dieser Liste ist. Assassin's Creed Rogue ist in dieser Liste, weil einfach diese wunderbaren Shanties wieder drin waren und auch ganz viele neue Shanties drin waren, die man sammeln konnte und die halt einfach für so eine Seefahrt mega unterhalten sind. Ich habe mittlerweile halt richtig so eine Liste, so eine Playlist, wo ich dann immer durchskippe. Nein, den Song will ich nicht hören. Nein, den will ich jetzt nicht hören. Ja, den Song will ich jetzt hören. Und das ist halt. Kommen noch so Matrosen auf Deck, die dann so ein Musical singen? Das wäre auch ziemlich cool. In allen Filmen und Schiffen kommen, singen die Matrosen irgendwann. Und für so ein Assassin's Creed ist das eigentlich schon ziemlich beachtlich, was ja sonst überhaupt nicht so wirklich durch Musik hervorsticht. Die einzige gute Musik, die mir da einfällt, ist aus dem zweiten Teil. Da war die eigentlich noch ziemlich, ziemlich geil. Und jetzt, es ist halt so ins Nichts verschwunden, aber die Shanties sind extrem wichtig und deswegen, Und um zum Abschluss dann noch One More Line zu erwähnen, das letzte Spiel war unter den Nominierten. Stimmt, das hat der Dominik nominiert, der ist heute gar nicht mehr da, der ist nämlich schon im Urlaub. Ich hab's nicht gespielt, aber ich habe reingehört, es ist halt eigentlich nur ein Track, der aber sich laufend verändert und eben auch, je weiter man spielt, desto besser wird. Das ist ein richtig cooler Elektro-Sound. Also wenn ihr so elektronische Musik hört, dann hört euch diesen Song mal an, der ist echt richtig geil. Ja, viele schöne Sachen.
Ja. War schwierigste Kategorie, würde ich sagen. Schwer. Musik ist auch schwer zu bewerten, weil Musik muss ja auch, vor allem Spielemusik, muss ja noch in harmonieren mit dem Gameplay und den Momenten und so wie du sagst. Ja, genau, das war der Grund. Das war genau der Grund, warum wir halt auch gesagt haben, am Ende, so geil alle anderen Soundtracks waren, Transistor stach da einfach eben durch diese Harmonie mit seinem Gameplay echt heraus. Das heißt Transistor. Transistor. Hat gewonnen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Transistor einen tollen Soundtrack hatte, dann könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren erzählen, wenn ihr anderer Meinung wart. Dann nicht. Ja, erzählt uns. Dann geht vor allen Dingen nach Hause. Ich will aber auch gerne noch wissen, was eure Lieblings-Soundtracks des Jahres waren, weil ich höre echt so gern Musik und ich habe echt Bock, auch noch Spiele-Soundtracks zu entdecken. So. Ich fand es auch sehr stark, von Imagine Dragons zur League of Legends Weltmeisterschaft gab es ja auch den offiziellen Soundtrack sozusagen und das fand ich auch so super stark, der war auch ein super Song und jedes Mal, wenn man den League of Legends Launcher angemacht hat, war der immer viel zu laut, aber ich habe immer so 5 Minuten im Login-Screen gewartet. Man merkt auf jeden Fall echt, dass Spiele-Soundtracks auch immer noch eine echt wahnsinnig gute Qualität haben. Gab damals wie super geile Soundtracks und heutzutage zum Glück immer noch und da bin ich echt froh drüber. So. Und was haben wir morgen? Was küren wir morgen? Den? Ja, besten Multiplayer. Das wird auch eine heiße Sache, kann ich schon mal verraten. Ja, da haben wir uns auch die Köpfe eingekloppt. Bis morgen. Bis morgen. Ein jedes Video muss auch mal zu Ende sein und so auch dieses hier, aber ihr könnt jetzt schon den nächsten Award schauen und zwar gibt es jetzt schon das Video online für das Spiel zum besten Multiplayer-Game 2014. Ebenfalls sehr, sehr empfehlenswert ist die neueste Folge Giga Glorious. Darin gibt es sogar ein tolles Gewinnspiel für Gaming Gear. Das läuft noch bis Anfang Januar, da könnt ihr noch dran teilnehmen. Und zu guter Letzt empfehle ich euch noch ganz ans wärmste Herz, lege ich euch das Gameplay von Super Smash Bros. Mit Martin und Dominik. Das ist ein tolles Video. Wir sehen uns dann.